Wir bauen heute ein Hochbeet und nicht irgendein Hochbeet, sondern dieses Hochbeet. So sieht's aus. Das habe ich nämlich vor 2 Jahren gebaut. Den Bauplan dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wir bauen quasi heute das Hochbeet 2.0. Das heißt, Grundvoraussetzung ist dieses Hochbeet. Wie gesagt, findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt, die PDF. Und ich würde sagen, bau das mal ganz schnell. Ich mache es nämlich jetzt auch und dann geht's weiter. Im nächsten Step müsst ihr euch solche Einlagen bestellen. Die gibt es auch in der Anleitung bzw. unten in der Videobeschreibung. Die sind ganz, ganz wichtig, denn das Tomatenhochbeet oder das Hochbeet, was ihr jetzt bauen werdet, das ist ausgelegt auf diese Einlagen. Das ist nämlich ein Wasserspeicher. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel gemacht. Wir haben hier eine Einlage drin. Die gibt jetzt an, wie viel Wasser da dort gespeichert werden kann in diesem Topf. Und wir haben jetzt hier so ein Röhrchen mit so einer Styroporkugel quasi drinne und die betätigt dann in drinne diesen roten Stift hier und dann könnt ihr mal ablesen, ey, Wasser ist noch Maximum, Minimum oder Mittel. So könnt ihr problemlos mal 2-3 Tage im Urlaub fahren, so dass ihr keine Angst haben braucht, dass eure Tomaten oder je nachdem, was ihr da anpflanzt, kaputt geht. Bei uns ist es nämlich so, auf der Dachterrasse brauchen die Tomaten wirklich ziemlich viel Wasser. Die Anleitung ist halt ganz, ganz wichtig. Ich könnte es natürlich auch aus dem Kopf rausbauen, baut da das eigene System rein. Ich habe das Ganze jetzt mal hier nachgebaut und ich habe das Ganze auch jetzt schon fertig lasiert. Da gibt es eine Holzschutzlasur von Duplicolor, kann ich dir empfehlen. Findest du aber auch in der Anleitung. Und das ist jetzt quasi unsere Basisstation, worauf wir aufbauen. Und dann habe ich jetzt schon mit einem Kantholz gearbeitet, 44x44, habe das Ganze zugeschnitten, habe das Ganze grundiert, zwischengeschliffen und lackiert. Das heißt, wir bauen das Ganze heute nur zusammen. Ganz, ganz einfach, fangen wir jetzt auch sofort mit an. Und alle Maße hierfür findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das ist nämlich die Anleitung 2.0 von diesem Tomatenhochbeet. Das heißt, du musst dir letztendlich 2 Anleitungen runterladen. Und das Ganze, ja, heißt ja 2.0, weil wir da ein Dach drauf setzen. Und ich habe mir da was ganz, ganz Einfaches überlegt. Also wir haben jetzt hier 2 Pfosten, die sind leicht angeschrägt, 30 Grad ungefähr. Wir nehmen jetzt einfach hier unsere Werkbank mit Werkspanner und spannen das Ganze fest. So, wo sind meine? Hier sind sie. Die guten von Wolfkraft. Damit kann man das nämlich festspannen. So, die passen nämlich hier rein. Na, vielleicht nicht, doch. So, zack. Nummer 1. Machen wir unten bündig. Dann messen wir uns hier den Abstand. 6,3. 6,3. Machen den auch fest. Und das ist dann unsere Grundlage, damit wir dann hier das Ganze zusammenbauen. Insgesamt habe ich jetzt hiervon 6 Stück. Das heißt, der erste, da sitzt unser Kasten drauf und der zweite ist quasi als Stabilisierung und der dritte ist, damit wir vielleicht später mal irgendwie so ein Netz spannen können, den setzen wir hier weit oben an und der oberste kommt hier hin. So, jetzt müssen wir mal kurz ausmessen, wie hoch das Ganze denn stehen soll, denn das Hochbeet ist für meinen Bruder David und er wollte sich jetzt nicht so unbedingt bücken. Beziehungsweise wollten wir das halt machen, da das ja in den Garten kommt, damit man den Rasen noch mähen kann, damit der Rasen darunter nicht kaputt geht. Ich würde halt sagen, wir machen einfach jetzt mal hier ein ganz einfaches Maß 20. Und beim Verschrauben ist es wichtig, wo seid ihr denn hier? Beim Verschrauben ist es wirklich wichtig, dass ihr Edelstahlschrauben nimmt, denn das wird ja ein Gartenprojekt, das heißt ein Outdoor-Projekt. Und damit unsere Schrauben nicht anfangen zu rosten und irgendwann mal so hässliche Rostflecken entstehen auf dem Holz, ganz wichtig, Edelstahlschrauben. Und das Ganze haben wir dann 2-mal gebaut. Also von der Höhe her, das könnt ihr dann variieren, so wie es für euch am besten passt. Oh. Und dann stecken wir das Ganze hier rein. So, jetzt müssen wir natürlich schauen. Also ich werde das Ganze dann vor Ort verschrauben, damit man das auch im Auto transportieren kann. Das könnt ihr dann unsichtbar von innen drinnen verschrauben und jetzt bauen wir das Dach. Ja, warum ein Dach? Weil Tomaten Wasser nur am Wurzelwerk lieben und nicht von oben. Und damit das Ganze ein bisschen geschützt ist, je nachdem, was du anbauen möchtest, bauen wir jetzt ein Dach. Und dafür habe ich mir
Acrylglas bestellt, eine Scheibe, 600 mal, ich glaube, 1200, 1300 mm, 5 mm stark von Plattenzuschnitt 24. Ein Rabattcode bekommst du von mir auch, den blende ich jetzt hier ein. Dort bekommst du nämlich nochmal einen kleinen Rabatt, wenn du dir die Scheibe bestellst für dein Hochbeet. Und die haben auch Plattenmaterialien, Plattenwerkstoffe, Zubehör für Acrylglas beispielsweise, aber auch Acrylglaszylinder, vielleicht was für deine Absauganlage oder für andere Projekte. Und HPL-Platten haben sie auch, Alu-Debound haben sie auch, also wirklich ein sehr, sehr großes Sortiment. Und für dieses Projekt brauchst du, wie gesagt, nicht viel Werkzeug. Also eine gute Kapp- und Gärungssäge wäre natürlich angebracht, um die Profilhölzer oder die Kanthölzer auf Länge zu bringen. Und ansonsten, lass mich überlegen, einen guten Akkuschrauber, eine Tischkreissäge brauchst du eigentlich nicht. Und dann kannst du auch schon loslegen mit dem Projekt. So, ich habe mir zwei Querhölzer zugeschnitten. Links und rechts auf 30 Grad angefasst, damit es schöner aussieht. Jetzt habe ich mir so kleine Streben gekauft. Die schraube ich jetzt hier einfach ran. Und als Abstand habe ich mir hier so ein Holz genommen, das zugeschnitten, damit der Abstand auch immer gleich ist. Winkel überprüfen, ganz wichtig. 1-2 mm sind jetzt nicht schlimm. So ein Abstandshalter ist nämlich ja unverzichtbar bei so einem Projekt, denn man spart sich wirklich eine Menge Arbeit. So, zack, zack, Schraube rein und fast ist das Dach fertig. Die ist nämlich beidseitig mit einer Schutzfolie versehen und die eine Seite ziehen wir ab, damit wir noch so ein bisschen Schutz haben. Och, sieht das schön aus. Wir vermitteln das Ganze jetzt. Und damit die Acrylglasplatte auch nicht weggeht oder driftet beim Bohren, nehmen wir jetzt hier solche Federzwingen von Wolfkraft. Die haben nämlich hier einen ganz, ganz langen Arm und damit können wir auch problemlos das Ganze fixieren. Kommt natürlich jetzt nicht auf einen Millimeter drauf an, aber wir wollen es ja halbwegs vernünftig haben. Und jetzt bohren wir das Ganze vor mit einem 5er Metallbohrer. So sieht er aus, kennen wahrscheinlich alle von euch. Ganz, ganz wichtig. Kein Holzbohrer nehmen, ansonsten ist die Gefahr wirklich sehr, sehr groß, dass das Ganze platzt. Bitte, bitte, bitte kein Holzbohrer nehmen, ansonsten ist die Gefahr wirklich sehr, sehr groß, dass das Ganze platzt. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt Glück habe. Zwischendurch könnt ihr mal ein bisschen den Span entfernen, nicht, dass der hier die Oberfläche zerkratzt. Und ganz, ganz wenig Druck aufgeben, beziehungsweise gar keinen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, was macht der Typ da? Das ist kein Öl, sondern das ist Druckluftspray aus der Dose. Nehme ich eigentlich immer für mein Kameraequipment, wenn das ein bisschen eingestaubt ist. Aber da mein Kompressor noch nicht angeschlossen ist, nehme ich das hier alternativ, weil ich will ja hier diese Staubkörner nicht unter dem Plexiglas haben. Und nach dem Bohren verwenden wir auch gleich die passende Schraube. Das ist jetzt hier eine Sprenglerschraube. Die ist aus Edelstahl und hat eine Dichtung eingearbeitet, damit das Ganze ja auch wirklich dicht ist. Ist jetzt hier nicht so wirklich weiter tragisch, aber es soll ja cool oder schön aussehen. Und wir wollen ja auch nicht fuschen. So, jetzt hätten wir natürlich die Folie abziehen sollen, ne? Also ich muss schon sagen, die Federzwingen hier sind wirklich klasse. Hab hier auch so einen kleinen Halter. Kennt ihr wahrscheinlich schon vom Video, ne? Die Werkstattshow, die jetzt online gekommen ist. So, das Ganze können wir nämlich jetzt wunderbar transportieren. Und ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Ups, ja, ein bisschen instabil hier, weil es nicht verschraubt ist. Aber ich denke mal, die Schneelast im Winter bei uns liegt ja bei 85 Kilo pro Quadratmeter. Ich glaube, das wird es aushalten. Ich werde jetzt nochmal die Schraubenköpfe ein bisschen übersprühen. Und dann werden wir uns auf den Weg machen zu David. Der wohnt nämlich in der Lüneburger Heide und dann bauen wir das Ganze dort vor Ort auf. Und
so schaut das Ergebnis aus. Wir sind gerade fertig geworden und es fängt pünktlich an zu regnen. Eigentlich, David, kannst du das Gießen kannst du lassen, ne? Ich hab ein Dach. Ach so. Wie soll das Wasser da reinkommen? Stimmt. Also nur wenig. Stimmt. So, und er macht das jetzt richtig, weil der Wasserspeicher muss sich ja mit Wasser füllen. Und da haben wir die kleine Skala. Hatte ich ja schon im Video erwähnt gehabt. Und ich werde mich jetzt mal verziehen. Der Zusammenbau war wirklich easy. Und die zweite Bauanleitung, wie gesagt, oder beide, findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt.